Zu Beginn steht meist ein kreativer Geistesblitz, die bloße Idee. Für eine Band, einen Film oder gar eine kleine Firma. Doch rein für die Idee zahlt eine Bank nur ungern. Viele Privatpersonen sind da schon risikobereiter, vor allem weil sie winzige Beträge überweisen können. Crowdfunding heißt die Macht der finanziellen Masse, die laut Regierungsbeschluss jetzt per eigenem Gesetz gestärkt werden soll. Vor allem Startups hilft das, aber nicht nur ihnen. Die Kampagne startet, du bist ein Teil davon. Wir sind independent, du bist ein Teil davon. Sie sind jung und brauchen das Geld ihrer Fans. Du bist ein Teil davon. We want you. Nico Selikowski beschreitet mit seiner Band ganz neue Wege, sammelt auf einer Online-Plattform via Crowdfunding Geld für die Tour. Du gehst auf We Make It, klickst Nico on Tour an und buchst unsere Band für zu Hause. Oder du checkst ein Shirt, ein Nico-Shirt, gibt's alles. Ja. Oder einfach nur ein simples Vorverkaufsticket. Ja. Wochenlang rührt die Band die Werbetrommel, informiert die Fans regelmäßig über den Fortschritt. Herkömmliche Finanzierungen wie Förderungen sind nicht in Frage gekommen. Das ist auch das Schöne an der Kampagne, dass wir einfach durch den Kontakt, durch den direkten Kontakt zum Fan irgendwie ganz viel zurückbekommen hast, in dem Moment. Ja. Und das hast du halt bei Förderungen nicht. Ja. Da musst du irgendwie anfragen und dann hast du eine Jury, die halt nach Kriterien das bestimmt. Und dann bist du halt meistens enttäuscht. Ja. Enttäuscht muss Nico jetzt nicht sein. Seit Freitag steht fest, die 5000 Euro sind geschafft. Die Tour kann beginnen. Crowdfunding hat es eben ermöglicht, dass wir jetzt happy sind und uns das finanziert haben und jetzt einfach losfahren, losstarten. Das System Crowdfunding ist schnell erklärt. Nicht einer gibt viel, sondern viele geben ein bisschen etwas für eine Idee. Der typische Investor ist männlich, ca. 40 Jahre alt, gut verdienend und risikobereit. In Österreich ist die Risikobereitschaft noch nicht ganz so angekommen. 40 Cent wurden in Österreich pro Kopf im vergangenen Jahr investiert. Zum Vergleich, in Großbritannien waren es 36 Euro. Weltweit gesehen ist Crowdfunding eine Finanzierungsform, die rasant wächst, weiß Reinhard Wilford, der als einer der Pioniere in Österreich gilt. Im Moment verdoppeln sich die Zahlen weltweit im Crowdfunding jährlich. Das hat begonnen mit ca. 2,7 Milliarden Dollar im Jahr 2012 noch. Das waren im Jahr 2013 bereits um die 5 Milliarden Dollar. Dass die Regierung jetzt ein neues Gesetz plant, für ihn höchst an der Zeit. Unabhängig von den Zahlen ist es ein wichtiges Signal, dass man sagt, die Unternehmensfinanzierung in kleineren und mittleren Unternehmen und in Startups, also Gründerwesen, ist schwierig, ist von Banken schwer zu erfüllen. Und man liefert diesem Unterfangen jetzt einen Rahmen, der rechtlich stabil ist. Künftig will die Regierung einen relativ liberalen Weg gehen. Zum Beispiel sollen Investoren bis 5000 Euro pro Projekt, Kopf und Jahr einfach so ihr Geld hergeben dürfen. Nur wer höhere Beiträge einzahlen will, muss nachweisen, dass er mehr als 2500 Euro verdient. So viel war es bei Christoph Zeppezauer sowieso nicht, aber er hat an die Idee einer Carsharing-Plattform geglaubt und investiert. Gerade in einer Zeit, wo man für Zinsen auf der Bank wenig bekommt, bin ich bereit, Ideen, hinter denen ich voll und ganz stehe, zu unterstützen mit meinen eigenen finanziellen Mitteln. Für die Mitarbeiter von Carsharing 24/7 wäre die Verwirklichung ihrer Idee ohne Investoren nur schwer möglich gewesen. Crowdfunding ist für uns insofern eine interessante Möglichkeit zur Investition, weil es sehr schwer ist, über traditionelle Wege zu Kapital zu kommen. Banken wollen nämlich Sicherheiten, die viele kleine Unternehmen in ihren Anfängen nicht bieten können. Private Investoren sind da meist risikobereiter.